Österreich hat nun auch gewählt und wieder gewinnt eine rechtsradikale Partei. Der Unterschied zu Deutschland ist zumindest, die FPÖ hat schon mehrmals mitregiert in Österreich. Wie läuft so ein Wahlabend eigentlich im österreichischen Fernsehen ab? Ich zeige es euch. In 10.000 Wahllokalen knapp konnte in ganz Österreich gewählt werden. Sie hatten heute ab den frühen Morgenstunden geöffnet. Um 6 Uhr haben die ersten 4 bereits aufgesperrt im Rathaus in Wiener Neustadt und in der Volksschule in Eurotsfeld, beides in Niederösterreich. Dann kommen ein paar weitere dazu. Um 7 Uhr, sehen Sie, ist die Landkarte schon gut gefüllt. Der Höhepunkt war dann um 10 Uhr heute am Vormittag. Fast alle haben da offen gehabt, 10.000 Wahllokale. Wie gesagt, sind es, die in Österreich heute den Wählerinnen und Wählern zur Verfügung gestanden sind. Um 13 Uhr dann die ersten, die schließen. In Vorarlberg sehen wir schon eine ganz weiße Landkarte. Da haben um 13 Uhr alle Wahllokale geschlossen. Im Laufe des Nachmittags dann immer mehr. Um 15 Uhr sehen wir hier beim nächsten Sprung, wird es von 4.700 Wahllokalen nur mehr auf 3.500 heruntergehen. Offen weiterhin in allen Landeshauptstädten die Wahl. Na, das ist doch schon mal sehr spannend und zeigt einen elementaren Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Während bei uns Wahllokale immer streng von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein müssen, machen bei unserem Nachbarn einige schon um 13 Uhr dicht oder öffnen erst um 10. Naja, das liegt ja wohl an jedem selbst, sich rechtzeitig zu informieren, ob das eigene Wahllokal überhaupt offen hat. Was die TV-Berichterstattung über eine Nationalratswahl, also quasi die Bundestagswahl in Österreich, angeht, gibt es dann auch Unterschiede. Allein schon, was den zeitlichen Ablauf angeht. Denn der ORF zählt über Stunden bereits einen Countdown runter, der schließlich um 17 Uhr sein Ende findet. Denn da sind die letzten Wahllokale geschlossen worden. Bei uns würde nun erstmal eine Prognose kommen, nicht so in Österreich. Denn weil dort ja bereits Stunden zuvor diverse Wahllokale schon geschlossen hatten, können diese Stimmen auch schon ausgezählt werden und um Punkt 17 Uhr wird somit die erste handfeste Hochrechnung präsentiert. Naja, theoretisch jedenfalls. Es ist genau 17 Uhr, meine Damen und Herren. Die Wahllokale in Österreich haben geschlossen und möglicherweise erwartet uns jetzt gleich eine ganz neue politische Landschaft in Österreich, wie wir sie nicht kennen. In diesen Sekunden treffen die Daten aus den Wahllokalen ein, die schon vor 17 Uhr geschlossen haben, wo schon viele Stimmen ausgezählt sind. Es dürften etwa 1.500 der 2.000 österreichischen Gemeinden sein, die bereits ausgezählt sind. Und dennoch, auch wenn diese Zahl groß anmutet, sind es einstweilen nur etwa 30% der Stimmen, mit denen Christoph Hofinger und sein Team jetzt gerade rechnen. Sie sitzen hier an diesen Computern, mit denen... Ja, Moment, ich denke, es kommt jetzt eine Hochrechnung. Da zählen Sie so spektakulär den Countdown runter und dann kommt trotzdem nichts. Das ist ja wie bei 9 Live hier. Naja, immerhin nach 5 Minuten kommt dann doch eine Hochrechnung. Nun ist es ja in Deutschland so, dass irgendwelche konkreten Ergebnisse vor Schließung aller Wahllokale keinesfalls öffentlich gemacht werden dürfen. Nicht einmal Prognosen vom Wahltag. Und das hat natürlich einen guten Grund. Denn jemand, der auf den letzten Drücker noch wählen geht, soll ja noch keine Ergebnisse oder Trends kennen. Denn das könnte ihn dazu möglicherweise verleiten, im letzten Moment taktisch zu wählen. Der ORF immerhin hält sich auch daran, nicht jedoch die private Konkurrenz. Der Red Bull-Sender Servus TV kann das Wasser nicht halten und präsentiert eine eigens in Auftrag gegebene Prognose bereits eine halbe Stunde vorher, nämlich gegen 16.30 Uhr. Ja, wie gesagt, 1.500 Wählerinnen und Wähler wurden von OGM nach ihrer Stimmabgabe gefragt, bei welcher Partei sie ihr Kreuz gemacht haben. Und daraus ergibt sich dieser erste exklusive Wahltrend. Die ÖVP käme demnach auf 25,5%, würde deutlich verlieren, ein Minus von 12 Prozentpunkten. Wie, was? Servus TV veröffentlicht seine Prognose schon um 16.30 Uhr? Na, dann gehen wir mit unserer eben schon um 16 Uhr online.
Das hat sich der Boulevard-Krawallsender OE24 gesagt. Und tatsächlich, bereits um 16 Uhr haut man dort die Prognose raus, obwohl viele Wahllokale in Österreich noch eine Stunde geöffnet haben. Die Hochrechnung, eine Hochrechnung, die auf Ergebnissen basiert, die wird um etwa 17.10 Uhr von der APA und vom ORF kommen. Wir sind dort auch beteiligt und sind stolze Partner bei dieser Hochrechnung. Das ist auch noch nicht der Exit-Poll, den der Herr Professor mit seinem Team ganz genau berechnet. Der kommt Punkt 17 Uhr. Das ist eine Prognose jetzt, die auf einer Umfrage basiert, um das ganz klar zu sagen. Deshalb ist sie auch rechtlich zulässig und deshalb ist sie auch so spannend. Es sind jetzt 80% der Wahllokale in Österreich bereits beschlossen. Nur Wien hat noch offen. In Wien haben auch schon 90% gewählt. Also da kommen jetzt nur noch die Nachzügler in die Wahllokale hinein. Und jetzt wird es spannend. Jetzt haben wir Breaking News. Breaking News. Und jetzt erstmals an diesem Sonntag exklusiv auf OE24 TV eine Wahltrendprognose. Und hier ist sie. Jetzt bitte festhalten, das ist die Wahltrendprognose für heute. Und da gibt es tatsächlich scheint es in Österreich kein echtes Verbot zu geben, mit solchen Zahlen schon so früh zu kommen. Es gab lediglich bislang immer eine Art Agreement, dass man natürlich vorher solche Prognosen nicht raushaut. Aber dass OE24 ein spezieller Sender ist, das wissen wir ja nun schon länger. Und diesen Wahlsonntag machte man dort zu einem regelrechten Spektakel. Schon vormittags ging die Berichterstattung los, inklusive einem kostenpflichtigen Gewinnspiel und dubioser Werbung, die vom Moderator selbst vorgetragen wird. Das muss man gesehen haben, sonst kann man es nicht glauben. Ja, also perfektes Wetter zum Wählen heute, da gibt es wirklich keine Ausreden. Wenn Sie noch nicht wählen waren, dann sollten Sie wählen gehen. Nicht nur wegen dem Wetter, vor allem, weil es so wahnsinnig spannend ist und weil wirklich jede Stimme heute zählt. Also bitte gehen Sie wählen, egal für wen, aber Ihre Stimme sollten Sie abgeben. Und wir haben noch was Spannendes für Sie. Wir haben ein ganz, ganz tolles Solarangebot von OE24 Solar und auch das schauen wir uns gleich an. Davor. Genau, das sieht folgendermaßen aus. Sie bekommen eine wirklich super moderne Solaranlage auf Ihr Dach und das Ganze für unglaubliche 199 Euro nur im Monat. Also das sollten Sie unbedingt machen. Sie zahlen 199 Euro im Monat. Montage ist dabei, Lieferung ist dabei, sofortige Inbetriebnahme. Sie müssen nur unter der Hotline 022-67-340791 anrufen, werden dort bestens beraten und wir erledigen den Rest für Sie. Oder Sie gehen auf www.oe24solar.at. Also das ist unser tolles Solarangebot und ganz, ganz neu ist jetzt auch OE24 Energy, die neue Energiegemeinschaft von OE24. Das ist überhaupt der Hit. Da können Sie ab sofort Strom zum absoluten Toppreis beziehen. Und zwar für 11,88 Cent pro Kilowattstunde. Das ist fast die Hälfte von dem, was Sie beim normalen Stromanbieter zahlen. Jeder kann mitmachen, wurscht, ob Sie eine Solaranlage haben oder nicht. Oder ob Sie in der Stadt in einer Wohnung wohnen. Auch da einfach die Hotline anrufen. Ja, dann schauen wir uns die aktuellen Quoten von Interwetten an. Wenn Sie Geld verdienen wollen mit der Wahl, dann sollten Sie jetzt gut aufpassen. So schaut es aus. Die FPÖ kommt auf eine Quote von 1,50. Das hat sich leicht verschlechtert, muss man sagen, in den letzten Stunden. Also auch die Quotenmacher von Interwetten sind anscheinend mittlerweile der Meinung, es wird enger. Das heißt, bei 100 Euro Einsatz bekämen Sie 150 Euro. Die ÖVP bei einer Quote von 2,50. Bei 100 Euro Einsatz wären das 250 Euro. Die SPÖ nach wie vor bei 40, da könnten Sie richtig abcashen, wenn Sie auf einen Wahlsieg der SPÖ tippen. Da würden Sie für 100 Euro Einsatz 4.000 Euro bekommen. Wie sieht es mit den Koalitionen aus? Meine Güte, da wird die Nationalratswahl irgendwie zur Nebensache. Vielleicht hätte man ja auch darauf wetten können, welchem Sender FPÖ-Spitzenkandidat Herbert Kickl zuerst ein Interview geben wird. Nein, es ist nämlich nicht der ORF. Kickl ging zuerst zu den Schwurbelsendern Auf 1 und RTV. Das ist schon bemerkenswert. Herbert Kickl entschied sich, sein erstes Live-Interview an diesem historischen Wahltag mit RTV und Auf 1 zu führen, anstatt mit dem zwangsfinanzierten ORF oder anderen Systemmedien zu sprechen. Damit setzt er ein klares Zeichen. Das gesamte Interview mit Herbert Kickl sehen Sie jetzt.
Herbert Kickl ist großes im Anmarsch. Aufsehen. Alle anderen Fernsehstudios werden sich gleich um uns reihen, denn wir haben ihn hier, den Wahlsieger des heutigen Abends. Kommen Sie bitte in unsere Mitte. Gerne. Hallo, schönen guten Abend. Herr Kickl, hallo. Guten Abend. Hallo. Herr Schott darf die erste Frage stellen. Herr Kickl, werden Sie jetzt den Kanzleranspruch stellen nach diesem... Na, dann wollen wir doch mal schauen, ob Alice Weidel dann nächstes Jahr am Wahlabend auch zuerst Hallo Meinung ein Interview geben wird. Nun ja, Kickl fühlte sich natürlich vom ORF nicht besonders gut behandelt. Wie sollte es auch anders sein? Und deswegen blieb er aus Protest zunächst fern. Ein zugesagtes Interview in der Nachrichtensendung ZIP 2 am späten Sonntagabend wurde dann auch abgesagt. Moderator Armin Wolf zeigte sich irritiert. Dass an einem Wahlabend der klare Wahlsieger nicht in die ZIP 2 kommen will, das haben wir in den letzten Jahrzehnten nur selten erlebt. Aber nicht nur FPÖ-Chef Herbert Kickl hat uns heute Abend abgesagt, sondern auch seine beiden Generalsekretäre und alle anderen freiheitlichen Spitzenfunktionäre, die wir angefragt haben. Ja, und somit war dieser Abend in vielerlei Hinsicht für Österreich eine Zeitenwende. Wahlberichterstattung ist im Alpenland deutlich trashiger geworden. Wollt ihr mehr Mediatheke-Beiträge sehen, dann abonniert die Sendung auf Massengeschmack TV. Sie erscheint jeden Samstag und es sind viele Beiträge dabei, die auf YouTube gar nicht hochgeladen werden. Es lohnt sich also, jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen.